Hey Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Hexit-Projekt mit der Cassie Lou. Sag hallo. Hallo? Cassie? Ja Leute, also ich habe jetzt ein paar Internetprobleme. Wie ihr seht, kann ich jetzt gerade hier nichts öffnen. Regt mich jetzt gerade voll auf. Was war das denn jetzt? Das sah irgendwie cool aus. Das war scheiße gerade. Weil ich hab jetzt da ein paar Internetprobleme, deswegen fliege ich jetzt öfters raus. Was ist da los? Hä? Ist sonst noch alles so okay? Cassie? Wenn ich die schlage, geht's nicht. Wenn ich versuche, die Truhe zu öffnen, es geht gar nichts gerade. Schon wieder rausgeflogen. Unnormal. Was ist da los? Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hexe-Projekt mit der Cassie Lou. Und ja, was baust denn du da? Du hast doch damit angefangen. Oh, ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall haben wir die letzte Folge, also falls ihr euch jetzt wundert, ist das jetzt eigentlich hier die vierte Folge. Die dritte Folge werde ich jetzt nicht hochladen. Aus dem Grund, da es einfach massive Probleme gab. Es gab einfach nur Lags. Also es hat nur gelaggt. Keine Ahnung, woran es lag, aber ich habe jetzt wieder das Texture Pack ganz normal drin, habe jetzt einfach mal Hexit neu gestartet und alles ist wieder in Butter. Butter! Und, ja, Butter, ja, geil. Cremig, süß und fettig. Ja, und ja, dieses Mal solltet ihr jetzt die Cassie Lou auch lauter hören, weil, ja, pass auf, dass der Adolf da nicht hochgeht. Ja, was wir letzte Folge gemacht haben, war die goldene Feder, genau. Wie ihr hier gerade sehen könnt, steht sie bei mir. Und das liegt rein daran, dass ich derzeit Internetprobleme habe, deswegen steht bei mir manchmal so ein bisschen was. Und zwar, wo ist sie denn? Ey, wo ist denn die goldene Feder? Ich hab sie nicht! Okay, die Cassie hat die goldene Feder. Und ja, die haben wir gestern gemacht, und zwar für diese Cloud Boots, damit bekommt man dann keinen Fallschaden mehr. Und ich zeig's euch, ja. Guckt sie euch an! Ja. Und sie ist sehr effektiv gegen Boomstocks. Ja. Und ja, dafür braucht man 4, damit wir uns diese Boots hier machen können. Sind richtig nice, das einzige, was wir eben was hier... Was für einen Boden möchtest du gerne haben? Du hast die Auswahl zwischen... Moment... Zwischen? Stell die Blöcke hier hin, damit ich es genau sehen kann. Nee, den pinken kannst du gleich vergessen. Falls du den auswählen wolltest. Den hier. Den für den Boden hier? Ja. Den vielleicht für Schlafzimmer, für meins. Aber du wirst dann eh wahrscheinlich das Schlafzimmer haben für dich, aber... Jo. Ja, also dieser auf jeden Fall wollen wir heute... Ups, ich muss schnell auf die Uhr gucken, es ist 15 Uhr und... Ja, ich glaube, ich nehme jetzt schon 4 Minuten oder so auf. Also muss ich mir jetzt vorstellen, ich habe noch genau 10 Minuten, deswegen will ich da jetzt noch ganz schnell was Produktives machen. Ich werde da jetzt mein Zimmer ausbauen. Oh ja, der Boden, doch, der sieht schön aus. Ist halt jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber ja. Also ich werde hier mein Zimmer ausbauen, diese Folge. Also es wird so eine Relaxing-Folge, ohne irgendwie großen Sachen. Ich möchte, dass hier dann so ein Gang ist zu meinem Zimmer. Und deswegen muss ich jetzt hier mein Zimmer ausbauen. So. Dann möchte ich ungefähr hier so. Ne, ab hier. Hier kommt dann die Tür rein. Und so und rara, ihr kennt euch da eh aus.
Und dann geht's dann da so zu mir rein. Ja, das ist schön. Ja, und eben, wir haben sonst letzte Folge gar nichts gemacht. Ich habe mir zuerst gedacht, ja, ich lade... Guck mal, ich habe den Regen ein bisschen aufgehalten hier. Okay. Schön. Sieht doch nett aus, oder? Ja, richtig nett. Ja, auf jeden Fall haben wir eben letzte Folge... eigentlich wollten wir die dann hochladen als eben Timelapse, also richtig schnell abgespielt. Aber dann dachte ich mir so, nee, komm, lass es, ich mach's nicht so, weil, naja, hatte dann doch irgendwie keinen Sinn mehr. Wir haben eh nichts Produktives gemacht. Ich habe mich einmal verlaufen und Cassie musste mir die Koordinaten sagen, damit ich dann wieder zurückfinde. Und sonst war es im Prinzip nur Mist. Ups, jetzt ist hier dunkel. Ja. Auf jeden Fall möchte ich heute da einfach nur mein Zimmer ausbauen, so ein bisschen eine relaxte Folge haben und einfach keinen Stress haben. So, wir haben jetzt bald Halloween, deswegen möchte ich... Moment, haben wir eine Axt? Haben wir eine Axt? Nee, wir haben jetzt keine Axt. Wann machst du denn mit dem Boden weiter? Wenn ich genügend Holz habe. Oh, ja, der ist schön, der erhält den Raum auch. Und da wir Halloween haben, sind das bald. Sieht doch irgendwie nett hier aus, wenn das hier alles so schön zugebaut ist. Ja, vor allem mit so pinken Bäumen. Naja, ja, pink. Ja, pink, ey. Bin zwar nicht so ein Barbie-Girl, was hier pink und wie ist deine Lieblingsfarbe? Pink und deine Augenfarbe pink, der Haarfarbe pink, deine Klamotten pink. Ja. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich nicht. So, und dann hier noch. Meine Lieblingsfarbe ist lila. Und dadurch auch automatisch rot und blau. Okay. Es hat nämlich auch das lila Holz als mein Boden. Au! Ja, das ist schön so. Oh, meine Axt ist kaputt gegangen, hab ich gar nicht gemerkt. Muss ich noch gucken. Ja, okay, das kann ich jetzt auch noch ausbauen. Nicht, dass ich dann irgendwann draußen bei der Hausmauer bin. Moment. Guck ich mal, wie weit ich gehen kann. Ich glaube, das hier reicht. Ich will jetzt da auch nicht zu weit gehen. Ja, auf jeden Fall haben wir nichts Produktive letzte Folge gemacht, war im Prinzip eh eine verschwendete Folge. Deswegen habe ich jetzt einfach auch gleich rausgenommen aus dem Sortiment, ja. Und jo. Also bisher kam jetzt jeden Tag eine Folge, es wird weiterhin jeden Tag eine Folge kommen. Und ja. Ich bräuchte eine Schaufel. Ich mach mir jetzt eine. Ich hab. Hä? Nein, ich hab keine. Dann mache ich mir eine, ist ja kein Problem. So. Gleich mal zwei Stück. So. Und los geht's. Jetzt wird geschaufelt und gerackert. Weil ich will hier keinen Dreck in meinem Zimmer. Und ja, also ich möchte eigentlich schon noch die Folge hier, die Long, also nicht diese Long Fall Boots, ich muss es immer sagen, weil die ja auch keinen Fallschaden bringen, aber diese Boots möchte ich da auf jeden Fall haben. Aber die brauche ich erstmal. So, kannst du mir bitte ein bisschen was von diesem einem Holz da geben, von dem grünen, weil ich habe davon nichts. Von dem hier, das ich in der Hand habe? Nee, von dem grünen. Grün? Ja, du hast es ja dahingestellt. Das war so ein grünes Holz. Es gab ja so ein lilanes und so ein grünes. Ah ja, genau das. Zumindest ist es bei mir grün. Oh, super, danke. Das nehme ich jetzt hier als Boden. Weil ich es kann, weil ich es einfach kann. So, das hier kommt weg. Nee, dann mache ich das. Moment. So. So. Das war's. Und dann kommt hier auch mein Bett so hin. Nee, nicht da nach hinten. Das ist Verschwendung. Das ist Verschwendung. So. Mein Bett muss ich noch holen.
Ja, jetzt ist wieder kurz zum Zeitpunkt, wo das Internet weg war. Haben wir keine Knochen mehr? Wir haben sehr viele Knochen. Normalerweise. Ich hab schon alle aufgebraucht. Du, hast du sie aufgebraucht jetzt? Ja. Damit hätten wir ein Schwert machen können, das weißt du schon, oder? Mit den Knochen? Mhm. So ein richtig geiles Knochenschwert, aber es ist jetzt auch nicht besser als ein Diamantschwert, von dem her ist es egal. Ach so, hier, mein Bett. Das nehme ich mir. Das gelobe ich mir. Ah, ich weiß, warum ich gerade kein, warum ich gerade keinen Fallschaden leide. Ich habe ja die goldene Feder in meinem Inventar. Hm, bin ich blöde. Damit bekommt man keinen Fallschaden, wenn man die im Inventar hat. Ja. What the fuck? Ist ja ziemlich nice. Ich hab hier noch mehr Holz für dich. Das ist perfekt. Mein Zimmer ist dann direkt auf der anderen Seite. Ja. Yep. So. Dann buddeln wir hier mal alles aus. Das soll ja natürlich auch passen. Ich meine, das Zimmer wird wahrscheinlich so ziemlich grell aussehen, damit es... Sieht wahrscheinlich dann auch scheiße aus, aber das ist mir egal. Und ja, also das ist jetzt voll die relaxte Folge und so. Nächste Folge werde ich dann aber die goldenen Boots machen. Also die goldenen Boots. Ich habe Gold gefunden. Tralalala, das ist gut, 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 gut. So, wie viel? So. Also, ich finde, das sieht nice aus. Hast du eine Eisenpicke? Ja. Habe ich. Ach so, hier. Hier. Die möchte ich aber wieder. Naja, vielleicht. Die möchte ich wieder. So. Sieht doch cool aus. Ich habe 6 gefunden. Wer hatte 6? Du, mit dem Redstone hier an der Wand. Nein, ich habe 6. Hä? Ach so, Internetprobleme, Leute, Internetprobleme. 15:09 Uhr, dann heißt es, dass ich die Aufnahme jetzt dann bald beenden muss. Okay, das passt dann so. Dann kommt mein Bett noch woanders hin. Dann kommt mein Bett hier hin. Ja, hier hin. Und die Wand, die könnte ich ja auch noch in so einem farbenen Holz machen. Farbenen Holz, ja. Gibt's noch eine Farbe von dem Holz? Noch irgendeine geile Farbe? Ich habe jetzt momentan nur die Farbe, die du am Boden hast, die Farbe, die hier am Boden ist, und ich habe auch das hier. Ja, die möchte ich bitte. Davon habe ich aber keine, zwei, keine Setzlinge. Das heißt, das ist das Einzige, was ich davon habe. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 16. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber das kann ich damit jetzt ausfüllen. Ich will ja nur eine Wand damit voll haben. Mir fehlt da halt jetzt einfach nur 2 Stück würden mir noch fehlen. Ja, das sieht dann eigentlich voll nice aus, finde ich jetzt. Und die Wand, keine Ahnung, wie wir die machen. Sieht ja eigentlich auch so gut aus. Aber, ja. Das müssen wir dann halt noch sehen. Ich würde sagen, ich beende hiermit die Folge, denn das ist mir sonst zu lange. Und ja, Cassie, willst du dich verabschieden? Aber warum? Weil das jetzt, wir können ja noch gleich eine aufnehmen, wenn du willst. Ja gut, okay, dann bis zur nächsten Folge, Leute. Tschüss, Ken. Tschüss.